Kannst sofort anfangen. Hallo und herzlich willkommen zu, danke, dass ich mir sage, zu The Evil Within. Neue Aufnahmesession. Neue Aufnahmesession, ja. Machst du eigentlich noch was anderes außer Essen? Boah, Schatten sind geil aus. Ja, schön. Aber irgendwie sind wir jetzt hier runtergefallen, da wo die anderen beiden abgestürzt sind. Da ist ein Loch dabei. Wo? Da. Ach, da. Gar nicht gesehen. Ja, wohl gesehen. Aber an sich müssten ja die anderen hier abgestürzt sein. Eigentlich müssen nur noch Trümmer des Käfigs da sein. Achso, wir müssen auf die Uhr gucken, damit wir nicht wieder... Oh, ich höre was. Wir haben aber noch Leben. Was? Unser Typ hat noch Leben. Ja, warum hast du ihm jetzt gerade in die Beine geschossen, dass du total unsichtbar bist? Weil ich es kann. Hast du es gesehen? Irgendwie habe ich das dumme Gefühl, dass das scheiße war. Ich will nur, dass er hinfliegt, damit ich ihn abpuckeln kann. Damit sein Freund mit drauf geht. Voll klug. Ich weiß, dass ich klug bin. Nacke, nacke. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass sie nicht zu uns durchkommen wegen der Tonne. Deswegen habe ich so angefangen zu feiern, aber... Ja. Hier liegen ja nochmal Leichen. Leichen. Na, bloß sind sie zu knochenartig. Ich glaube nicht, dass sie nochmal aufstehen so schnell. Ich kann nämlich genau ein bisschen was zu. Stimmt, wenn irgendwelche Städte sich bewegen. Du brauchst übrigens den Kopf nicht mitbewegen, das ändert nichts daran. Was, mein Kopf? Doch, wenn ich ein bisschen näher dran bin. Ich würde sagen, hier ab geht's. Geht's halt gleich wieder hoch? Nee. Kannst du mal gucken, was da hinten ist. Das dämliche Gefühl, dass ich irgendwas gleich bewegt oder mich anfällt. Wo bist du? Ganz wenig an der Front. Willst du nicht hier hochgehen? Nee. Na ja, jetzt komm, jetzt geh doch mal da hoch. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier nochmal das Ding besichtigen. Vielleicht ist da noch auch noch was drauf. Ja, ja. Aber klar. Trotzdem muss ich hier. Immer diese Handys. So, findet sich hier oben dann noch was? Ist egal. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich wollte schon sagen, komme ich jetzt da nicht mehr hoch. Sah aber schon wieder gut aus. So, Kontrollpunkt. Ja, wir hören mal wieder. Toll, dude. Was ist denn, hallo? Wo meinst du nicht? Ja, natürlich. Halt doch! Jo. Wow. Voll beängstigend. Ja. Warum? Na, eigentlich sollen sie auf mich losgehen. Oh, scheiße, hätte ich ihm angeguckt. Sebastian! Sieht da wirklich, sagt Sebastian ist die Letzte. Ohne Problem. Ich hab gedacht, der guckelt mit den anderen an. Dann habe ich jetzt wirklich ein Problem. Fall mal hin. Ja, mein Speedrun-Modus kann ja auch schneller laufen. Danke, 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 danke. Ah, fuck. Naja. Ich will den eigentlich abkuckeln. Ich will jetzt hier nicht meine ganze Munition verschwinden in der Scheiße. Los, und jetzt weg hier. Also, sind das gereicht. Bloß, dass keiner rinläuft. Selbst wenn sie rinläufen, bin ich dumm. Die müssen mit abgepackt werden, vom Fall getroffen. Ja, ist jetzt zwar ein bisschen. Total super prima. Ich bin eigentlich fast neu starten, so viel Munition, wie du gerade verpulverst. Mann, geh heulen, Alter. Du willst ja auch nicht mehr spielen, also spiel ich. Ist ja auch richtig. Ich sagte nur, dass du scheiße spielst. Ja, und du bist behindert. Was denn? Was denn? Was denn? Hauptsache, damit die Grütze ein. Ja, wieso nicht? Soll ich jetzt noch mehr Munition verschwenden? Alles klar. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Da war noch was im Einsammeln. Wo? Dort bei der Leiche. Abkugeln war. Achso. Was ist jetzt? Gut, na dann, Kidman, mach mal auf. Wenn du nicht gekommen wärst. Ich hab auch so viel gemacht. Ja, ich schneide. Du musst mal bitte unten nochmal. Nee, eben nicht. Es gab nicht mal einen Untertitel. Ist ja egal, ich hab da trotzdem was gehört.
Ja, ich auch, aber es war beide Seiten. Die Tür ist von der anderen Seite jetzt, aus verschlossen. Ja. Es war vorher Sebastian. Auch. Ja, das kannst du gar nicht hören, wenn du so das Kippen durchpasst und sie dann von drüben. Das heißt, es wurde zwar was gesagt, aber es war nicht so, dass es jetzt wichtig ist. Boah. Du musst ja nicht gleich da draußen ein Ei machen, Alter. Doch. Ich bin alt, ich mach immer. Wie machen die das eigentlich? Nein, die halten es hoch. Hätte ich auch geschafft, Alter, mit einer Hand. Hm. Nachdem die unten zerquetscht wäre. Na, natürlich. Weiter jetzt. Hallo, dann hättest du da mit dem Rest ihres Oberkörpers noch hinkriechen können. Boah, Alter. Haha, voll leben. Ich dachte, das kommt sowas. Es kommt bestimmt so eine Aktion. Oh, es klemmt. Ich muss da von der anderen Seite aufmachen. Und da musst du sie verteidigen, dass sie nicht... Nee, das wäre viel zu beschissen gewesen. Also... kann ich rennen? Nee. Ich kann nicht rennen. Na, dann kommt gleich was gescript. Gott sei Dank, ihr seid okay. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Na, wer ist er? Oh. Kommt die Langhaar-Olle wieder? Ich fand die jetzt nämlich nicht so sympathisch. Oh, Leslie? Noch eine dieser Türen. Oder was war das Geräusch am Anfang? Diese, hat sich irgendwie... Guck mal, da kann man... Halt. Was denn? Da kann man aufleveln. Links. Ja, weiß ich. Natürlich höre ich das. Gucken, wegen Eintrag, da. Am Bett. So, Detective Sebastian Castellans und Detective Myra Hansen würden sich sehr über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, den 17. September 2005 um 12.30 Uhr im Veranda Hotel in Crimson City freuen. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Kannst du runterscrollen? Ups. Das ist jetzt... ja, ist egal. Nee. Hat eh keine Ahnung mehr. Bla bla bla. Ja. Ja, siehst du, bei mir was nicht anders. Haben Sie etwas vergessen? Sebastian, seit wann kann die meinen Namen? Alter, die weiß ganz genau, was los ist. Ja, natürlich. Bei mir war alles normal. Das war auch bei dir normal. Bloß ach, bei mir habe ich vorhin auch was Leises gehört, bloß stand es da im Untertitel nicht drin. Ich werde dir auch tausendmal noch sagen, dass du einfach Unrecht hast. Wir gehen erstmal nach hinten und dann leveln wir auf. Können wir das jetzt aufnehmen? Nope. Das hatten wir schon. Ja, dann können wir es auch nicht mehr anfassen, angucken. Mann. Uff. Oh, hoffentlich wieder 5000. Oh yeah. Geht mir richtig drauf einer ab. Oh yeah. Ja, okay, war jetzt nicht ganz so klug, aber... Ich würde sagen, Jackpot. Das ist ja richtig geil. So. Sim. Ich bin ja bescheuert. So, dann erstmal ein bisschen grüne Grütze ins Hirn jagen. Okay, dann geht ja voll mein Ding. Erstmal den Schlag auf Maximum, wa? Ja, aber natürlich, der kostet ja nur 18.000. Naja, das ist das Problem. Guck mal, jetzt ist es hier. Ja, und jetzt ist alles weg. Naja, jetzt können wir noch einmal ein paar Sachen machen. Einmal ein paar Sachen machen? Einmal zwei halbe Haare. Ja, geh mal unten gucken. Was denn? Hey? Wo denn zum Beispiel? Geh mal bei Reserve. Und Gesamtmunition. Ja. Dazu müssen wir mal Munition finden. Weil im Moment haben wir nicht. Ja, Granaten, stimmt, die wollte ja auch mal wieder verwenden. Total. Was denn? Hast du doch schon verwendet. Ja, einmal. Zweimal in dem komischen Kampf da um Myra. Eine Sprinter. Da war ich schon erstmal überlegen, ob wir sagen, wir erhöhen die Sprinter, weil die echt gar nicht so kacke ist. Da, ich weiß nicht, wie deine Empfindung da ist. Komm, jetzt machen wir das einfach. Wir geben jetzt die Kacke aus und verlässt.
Weil wir es können. Du spielst ja nicht mehr, also das ist meine Entscheidung. Man kann doch einfach das Ding ausmachen. Ja, komm, mach doch. Nein. Oh Mann. Das ist schon wieder bescheuert. Du ja. Naja, war ich schon immer. Weil wie der Hund da liegt, die liegt gerade so gebogen darüber. Ja. Praktisch ist es richtig ungesund, wenn du so ein Bikhund oder Bokhund. Ja, jetzt steht es natürlich auch einmal kurz über dich gesprochen. Ne? Und wieder zurück in die Normalwelt. Ups. Erstens, warum muss man das denn da festhalten? Jetzt mal ehrlich. Impliziert auch schon, dass man so eine Kacke machen kann. Erstmal musste ich schon drüber lachen, dass du gesagt hast, normale Welt. Das sieht mir nicht normal aus. Was? Ich finde das voll normal hier. So, und dann machst du diesen epischen Moment, der kurz vor dem Übergang ist, lässt du auf einmal los. Ah, wieder so ein unsichtbarer Pups. Ja, vielleicht läuft da in die Bombe rein. Ja. Ja, hoffe ich doch. Aber ich glaube, ich muss es erst kaputt machen. Und dann, Kannst du unten durch, unten drunter. Warte mal, wie wir es ablegen, war? Kreis. Ja. Dann mache ich jetzt erstmal kaputt. Gut, dass da noch eine andere Flasche ist, die du nicht getroffen hast. Ja, ja, ich wollte eigentlich mit der Flasche jetzt den Köder, war? Hier vorne. Hier vorne. Was? Der muss zu dir laufen. Ja, der muss. Der sieht mich ja dann, wenn er. Wenn ich. Als ob. Ja, das hat er natürlich nicht. Na egal. Da geht's runter. Geh mal gucken. Gleich. Lass mal hier noch Tür aufmachen. Oh yeah! Mal wieder ein bisschen Munition. Okay. Da ist ein Hebel. Okay. Ja. Knapp. Du kannst nach hinten laufen, weil hinter dir ist ein Hebel. Du musst es gemacht haben. Ah. Okay. Was? Ich darf reden? Jetzt löst doch mal nochmal die Falle aus. Ups. War jetzt intelligent. Eigentlich wollte ich die Falle nochmal auslösen, aber irgendwie. Nichts gesehen. Ich musste gerade wichtige Dinge machen. Ah, du hast dich gut angestellt, ich sehe schon. Ja, ich habe mich einmal schlagen lassen, also jetzt ist auch nicht viel gebracht. Nö, eben lädt sich ja eben wieder auf bis dahin. So. Hast du den Hebel betätigt? Nee, das löst die Falle aus. Auch? Nee, habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber mit hundertprozentiger Sicherheit. Hä, hey, warum sollte es denn so sein? Weil es die Ego Sinn ist. Und für jede Falle gab es ja was sie gerade verloren haben. Was? Wie verloren haben? Naja, dass du es nicht mal probierst. Dann hält mit so einer überschütteten Sicherheit. Bist du doof oder so? Ja, ich muss da sowieso wieder lang. Wieso musst du da unten lang? Na, weil ich da oben nicht rauskomme, da ist zufällig was davor und jetzt kann ich... Da kannst du doch unten drunter. Ach so, da. So, und jetzt zeige ich dir. Ach so, ja, dann kann es die Falle sein. Schön. Ich habe gedacht, da oben geht's nicht hoch. Boah, ich habe gerade gedacht. Das sieht doch so an, als ob die direkt dahinter sitzen. Die interessieren sich dafür überhaupt nicht. Mensch, was ist das denn für ein Monster? Jetzt könntest du werfen. Na, das müssen sie mich ja erstmal sehen. Ja, jetzt habe ich bloß keine Link mehr. Jo. Und runter. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, es reicht. Ah ja, es reicht. Was zum Teufel? Ich will ihm da echt dazu. Schieß einmal. So. Sie kniet vor dem Herrn. Komm her, Kleine. Ich geh einen Schritt nach hinten. Kommt bitte beide gleichzeitig her. Nicht rennen. Rennen ist verboten. Scheiße. Du bist ja dumm.
Ach so, eine Falle ist es. Das ist ja mega gut. So, jetzt können wir gleich mal unsere neue Nahkampfstärke ausprobieren. Geht über Handschuh knapp, mein Lieber. Ach, ist alles geplant, weißt du? Kennst du auch meine Taktiken. Die sind nicht tot, oder? Nee, treten wir einfach nochmal ein bisschen auf ein. Aber die fällt wenigstens jetzt schon mal um. Wenn man die schlägt, ist es schon mal ziemlich gut. Oh, die hält auch immer noch ganz schön viel aus, finde ich. Die halten alle insgesamt sehr viel aus. Das ist, glaube ich, auch nur so letzte Notlösung war. Ja, aber ist ja immer noch besser, als wenn du... Kannst den gleich mit einer Granate abwerfen. Ich weiß nicht mehr, ob du aufpassen musst, ob die Stacheln noch einmal hochkommen. Irgendwie wäre scheiße. Ja, aber... Handgranate! Fuck, sag nicht, die Handgranate. Fire down! Das könnte auch der Boden gewesen sein. Nix da. Tot. Hast du gerade wirklich Fire in the Hole gesagt? Nein. Du kannst doch noch weiter dann. Feuer, Marmin. Oh ja, sonst wird die auch nur die Knaube. Was? Nix. Oh. Ein Glück bist du so komisch gelaufen. Ja. Da liegt Suppe. Ey, da liegt jetzt. Nee, es war doch klar, ich hab mich schon gewundert, was da ist. Nö, ich wär jetzt beinahe drin gelaufen. Ich wär jetzt voll mein Ding gewesen. Wie hört sich so an, als wenn da irgendjemand ist? Nee, es ist, glaube ich, die Decke, die tropft. Tropfende Decken? Mensch. War schon lange keiner mehr. Inzwischen unsere Stealth-Variante, dass wir die einfach über Bord geworfen haben, ziemlich nice. Strom. Und ich kann auch angucken. Das ist eine Ölfülze. Eine Ölfülze. Lass mich jetzt mal nicht von dem Elektroding treffen. Wie sieht's da aus? Da kannst du erstmal rein. Nee, geh doch erstmal in den Raum rein. Will, hier sieht's aus wie weiter. Hier geht's gar nicht lang. Okay. So. Da ist auf jeden Fall wieder drin. Sehr schön. Da kann man gar nicht. Achso, was war das? Viereck, Fünfeck? Nee, X. 7. So. Jetzt weiter auf unserer Seite. Außer da ist alles die alte kommt. Also, der Boden hat ihn davon gesprochen. Ja, heute hat einfach mal. Was? Was? Warum ist er eine Statue? Willst du die alte kalt machen? Man kann sie kalt machen, es ist aber nicht ratsam. Ja, steht da, ja, aber es kann auch nur geilen Loot geben. Oh ja, kannst du durch eine Falle füllen. Ah, genau, verdammt! Ja, sie ist selber. Ah, das heißt ja nicht, dass sie jetzt schon tot ist, oder? Dann sagen wir so, irgendwas ist mit ihr. Ah! Scheiße zu gehen. Wir sollten ihn nur angucken und jetzt hat sie die Dings hinten aufgemacht. Ist das bescheuert? Dann kannst du jetzt rein, dann müsste der Vogel irgendwo sein. Ich höre ihn nämlich noch. Ja, ich höre ihn auch noch. Langsam, nicht so viel gucken. Du guckst immer viel zu hektisch. Stell wieder die Falz treffen. Ja. Das ist. Na, nicht bei meiner Schusstechnik. Warte mal. Da. Nein. Glück gehabt. Ja, wollte gerade sagen. Aber wie, es war nicht der Schlüssel, es war nicht der Schlüssel. Ja, ja, der muss ja aber eigentlich in die Ecke geflogen sein. Da. Also. Können wir mal kurz die Pumpe nachladen. So, ich glaube die zwei Teile gab es von der von dem Vogel selbst, wa? Welche zwei Teile? Na, die Reparaturteile? Genau. Nee, die lagen da schon vorher, die hast du nicht eingesammelt, weil du schon Schiss hattest. Na, warum auch nicht? Ich würde da schon mal ein Fass, das heißt für die alte brauchen wir es auch. Also ich würde sie einfach jetzt da stehen lassen. Ah. Okay. Ja, ist auch irgendwie gut, weiß. Ja. Einfach nur random Fakt da 9000. Also hier kann ich jemanden angucken, für die Olle ist klar. Das kann ich angucken. Das sieht schon eher aus wie so Boss-Raum-Fight. Ja. Boss-Raum-Fighter, Boss-Fight-Raum. Fighter? Was ist denn los, Kleine? Magst du uns? Ja, Anus blöd, Alter, ich glaube, die hat. Mann, die ist einfach nur scharf auf uns. Ja, denn dann. Du willst erst was fast schießen? Ja. Kann man sie dann immer noch anschießen? Mach aber. Das interessiert sie überhaupt nicht. Denk dran, sie kann jetzt überall auftauchen. Oh. Ne? Ah, okay, aber sie. Warte. Ja, ich kann bloß nicht an den Toten vorbei. Und anzünden.
Okay, das war's. Unser Gesicht ist doch noch voll in Ordnung. Jetzt gibt sie uns noch ein nettes Küsschen und unser Gehirn ist weg. Ja, okay, also das heißt, wir können doch ein bisschen. Also, es ist ja scheiße, dass man da nicht so einen Schutz praktisch hat. Also, so ein. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, wenn du eine Frequenz ausführst und da nicht geschützt wirst. Ach so. Ja, das wäre aber auch ein bisschen einfach dann. Das ist ja bei Dark Souls auch. Ja, aber das wäre trotzdem ein bisschen easy. Ja, easy, das Ding ist schon so easy eigentlich. Weil du hast echt genug zum Anzünden. Ja, wieso? Aber sofern ich es nicht schaffe anzuzünden, ohne dass sie... Ja, das ist in der eigene Dummheit. Das hat ja nichts mehr in Skills. Komm, halt die Fresse. Du willst doch gar nicht spielen, Alter. Nee, will ich ja auch nicht. Und wenn du es noch weiter so sagst, hab ich erst recht, wirklich kein Lust mehr. Ich glaube, das ist die normale Welt. Klar, hallo. Das krieg ich bei mir immer zu Hause. Kann ich hier unten irgendwas noch klauen? Ja, oh, eine Fackel ist gut. Eine Fackel, ja, kann ich die werfen? Ja. Nee, kannst du nicht, aber du kannst damit schlagen. Ja, schön, dann soll ich mit gegen die Olle im Nahkampf machen oder was? Das hat er schon mal gemacht. Ich stand es schon voll oft neben ihr. Ohne dass du. Also die hat zwar jetzt gerade, aber nicht dem angestellt. Also du hast jetzt eine Fackel, dann kann ich nachher jetzt. Denk dran. Das heißt, du kannst dich einfach anziehen. Ach so, das meinst du. Das gibt ja die Fackel. Ja, ist ja egal, kann ich ja dann immer noch holen. Ja, es wird sich hinter dir irgendwie auftauchen wieder. Ja. So. Jetzt kannst du da rein. Na, aber man darf sich ja bloß nicht treffen, ne? Ah, jetzt noch ein Fässchen. Fässchen sind eh noch die besten. Also die kommen bei der Leiche raus da. Ja, ich hab's gesehen, aber ich wollte halt bloß... Die Muni. Ja. Was los, Kleine? Komm her. So, dann gucken wir mal weiter um. Können wir die Fässer nochmal benutzen? Nee, wäre auch zu schön gewesen. Dann müssen wir jetzt vielleicht doch eher die Leichen benutzen, um die abzukuppeln. Sehr schön. Und ich habe mich nicht verletzt. Alles, was ich brauche. So. Ich hab gehört, du hast die alte platt gemacht. Nein, nein, nein. Alles nur Gerüchte. Muss ich jetzt schon auf der Leiche stehen, ja. Ich hoffe, es reicht und dann macht sie mich nicht gleich kalt. Alter, du solltest zu denen gucken, was sie macht. Fuck, ich hab's nicht mehr geschafft. Ja, es sah auch ein bisschen arg komisch aus. Was du vorhattest. Oh, scheiße gebaut. Wow. Ja, du denk dran, bist du viel rennen. Du hast zwar 4 Sekunden, aber trotzdem. Also du hast sie überhaupt nicht im Blick. Doch. Ah, fuck, hat nicht gereicht. Wow. Ja, ja, ja. Du spielst doch, überhaupt war nicht. War doch jetzt überhaupt keine Kritik, Mann. Raste doch nicht gleich so aus. Doch. Ich bin doch ein Hedgehog. Haha, sie wurde trotzdem getroffen. Ja, ist ja auch noch. Beim zweiten Mal. Aber du hast da noch eine Leiche. Ja, die hier unten. Ich hoffe, die kann ich jetzt bloß ordentlich verwenden. Zünd an, zünd an. Ja. So, wo ist noch eine Leiche? Da. Lauf mal hier kurz. Ah, hier war noch ein. Ach, sehr schön. Da ist noch eine Fackel. So, jetzt ist er da wieder. Dann gehen wir mal wieder aufs offene Feld, da kann ich sie besser umrunden. Da lag auch noch irgendwas. Nee, nee. Oh, ah, scheiße. Kannst du irgendwas machen? Nein. Ich kann gar nichts. Ist doch total krank. Finde ich ein bisschen imbar, finde ich auch ein bisschen scheiße. Sehr gut. Ja, muss da dazugehören auf jeden Fall.
Das ist bestimmt David. Nö. Oder meine SMS. Meine SMS. Welche auch immer. Nö, nö, ist von meiner Mom. Hab dich lieb, Tommy. Na, oben nicht? Ja, wäre cool. Wir sollten anfangen und alle gegenseitig schreiben, dass wir uns lieb haben. Das macht die Welt, glaube ich, gleich von 1000 Mal besser. Okay. Oh. Was? Alles von vorne? Ja, was hast du denn gedacht? Weil ich hätte jetzt irgendwie nicht so gedacht, dass wir die oft abfackern müssen. Aber theoretischerweise müssten wir auch flüchten können, weil es ja an dem Tipp stand, dass wir sie nicht unbedingt bekämpfen müssen. Ja, aber hier sieht es ehrlich gesagt nicht so aus, als wenn man flüchten kann. Es ist aber nicht ratsam, haben sie ja gesagt. Weil halt Baum. Dann können wir mal erstmal gegen sie kämpfen immer noch, weil ich glaube, die letzten vier, viel größere Fallen da unten haben wir noch einen ganzen Heißofen, damit da überhaupt den kannst du komplett anschneiden. Ich probiere jetzt einfach mal reinzugehen. Du kannst da rein, da ist aber ein Hebel. Gut. Dann gehen wir mal. Das heißt, da ist auch die Treppe, wo doch der wo die Leiche ist immer. Wo die Olle. Ach nee, sie ist auf der anderen Seite hochgekommen. Fuck, ja, ich hätte gar nichts dran gedacht. Kann ich sie gleich angucken? Auf jeden Fall kannst du sie unten in der Kammer dann trotzdem ducken. Ja. So, die würde jetzt bei deiner nächsten Möglichkeit gleich herauskommen. Das macht es immer besser, die Leichen zu nehmen, wo sie auch gleich rauskommt. Scheiße, ich habe gedacht, die beamt sich gleich wieder schneller zu mir. Ah, nein! Aber jetzt voll dämlich. Boah, Casey, ey. Jetzt bin ich erschrocken. Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen beschissen. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? 20, 25 Minuten, würde ich mal sagen. Also noch ein Try und dann machen wir mal eine Pause. Ich glaube so ungefähr, keine Ahnung. Ich habe nicht ganz genau raufgeguckt. Und mach keine Scheiße hier. Kannst auch genau jetzt vor dem Monitor praktisch sitzen bleiben. Ich weiß, dass du dich da hinsetzt. Ach Mensch, Casey. Ist ja auch absolut nicht bewegen. So, gut, dann rennen wir mal wieder rein. Vielleicht sollte ich keine so eine Scheiße machen, sondern gleich nur da, wo sie rauskommt, anzünden. Das ist immer ganz gut, das heißt, du nutzt die Gegenstände, um sie fortzujagen, siehst, wo das komisch blubbert. Achso, und dann gleich die Leiche anzünden. Und dann gleich die Leiche anzünden. Ah. Oder minimal zu fahren. Also hier kannst du ja drauf kloppen, das war ja recht easy. Das funktioniert nämlich. Ah. So, dann nutzt du die Fackel, um sie zu schlagen, dann wird sie bei der nächsten Leiche kommen, die bei dir in der Nähe ist. Ja, das wird die sein. Ja, du musst schon gucken. Okay, dann nicht. Okay, es war ein bisschen spät. So, jetzt kannst du schon gucken. Also die macht jetzt noch nicht so lange, wie da ist, aber das hört einfach schon eine Leiche auf dem Schirm. Jetzt musst du gucken. Da hinten. Ja. Ach so, du nimmst die Fackel dann einfach. Ja, und wenn sie dann da sind, war, dann können wir sie auch nutzen. So, wo wird sie sich als nächstes Place bauen? Na, ich versuch's gleich wieder hier in der Ecke zu haben. Wofür? Also, da hättest du auch gleich hin. Ja, ich hab gedacht, die so kommt hier unten raus. Ach so, deswegen meintest du. Ach scheiße, hier. Ja, hier ist ja auf der falschen Seite. Du musst von der anderen Seite hoch. Ja, ist egal. Ich hab keinen... Okay. Was für ein mieser Move. Na. Scheiße, ich hab gedacht, die geht unten lang. Ja, dann hätte ich ja unten am Ding stehen bleiben können. Ja, aber damit rechnet ja keiner. Boah, also es macht ja auch da keinen Sinn, dass sie jetzt irgendwie oben lang gegangen ist. Außer sie ist super intelligent. Und wo ist der Haar? Da unten ist ein Flammkern. Vielleicht kann sie auch einfach keine Dings steigen. Keine Treppen. Und deswegen geht sie oben lang, weil sie weiß, du kommst ja hoch. Ja. Dann ist sie ziemlich intelligent. Ja, deswegen ja. Das wäre eine ziemlich krasse KI. Das wär... Oder, naja. Ja, keine Ahnung. V.I. wohl eher. Oh, naja, ist egal. Noch eh ein 3. Denn. Halt mal, die Aussage kenne ich. Ja, ja, nicht. Aber diesmal ist es wirklich nur eine. Willst du nicht erst die Fackel holen? Nein. Ich gucke jetzt gleich, guck sie hier an. Das ist doch ein mega mieser Move. Was denn? Die will mich töten, hallo? Dann kann ich sie wohl abfackeln. Nee, sie denkt, ich bin voll gruselig. Denn? Nein. Solange sie nicht da ist.
hättest du. Boah, war das so, knapp, solange Alter. Solange es leuchtet, solange es so komisch blubbert, kannst du das schon machen. Ja. So, jetzt musst du da kommen. Wenn das jetzt nicht zu früh war. Ja, okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, das funktioniert gleich nicht. Schade. Ja, ist jetzt nicht auf dem Schirm, wo sie ist. Ja, hinter mir. Da unten ist sie. Wie, woher weißt du das? Weil ich um die Ecken gucken kann. Ja. Und weil ich sie höre. Okay, sie kann Klettleitern hoch. Aber bloß macht sie es auf ihre Art und Weise. Ja. Wenn ich sie treffe beim Schlagen, bevor sie mich schlägt, dann habe ich kein dickes Problem. Warte mal, gucken wir nochmal kurz. Okay, ich höre sie. Ja, das kann auch unten jetzt sein. Gut, jetzt sollte ich mich hier verpissen. Ah, schaff ich's noch? Schaff ich's noch? Boah! Wartet, ja. Munition! Die kommt doch bestimmt gleich bei der Leiche wieder raus. Ja. Los! Kugel! Brenn, Bitch! Oh! Alter! Casey, ich mag dich, Alter. Das Spiel klappt tausendmal geiler. Ja. Aber ich nehme erstmal diesen, dieses schöne Fass. Kannst du rumkommen, Trainer? Komm. Aber kann die jetzt nicht mal irgendwie langsam sterben? Na, ja, man weiß es ja nicht. Vielleicht musst du alle Leichen loslassen. Okay, ich habe da einen Schuss gemacht und jetzt scheint sie tot zu sein. Ah, nice. Komm mal, hopp. Okay, wir mussten die besiegen, sonst wären wir gar nicht rausgekommen. Jo, dann kann man mal gucken, was sie blutet hat. Wie viel Suppe? 8000. Oh, ist nice. Auf jeden Fall angebracht. Oh yeah! Na, Alter. Alte Flamme, oh yeah! Das ist Andeutung verstanden. So. Achso, hier hätten wir uns auch abgucken können. Hier ist noch eine Dings. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen looten. Gucken, ob jetzt hier noch irgendwo sich irgendwo ein bisschen Munition befindet. Nö, aber hast du ja nicht so viel verbraucht. Ja. Geht schon. Eigentlich fällt mir gerade ein, wir hatten übelst viel Glück, dass wir so viel Feuerzeug, so viel Streichholz hatten. Jo, aber ich würde sagen, wir beenden die Folge und wir sehen uns in der nächsten wieder. Haut raus, bis dann. Tschüss. One, two, three.